Ich grüße euch. Ich zeige euch heute mal ein paar Rhythmen, ganz speziell für dich, Anna, auf Wunsch. Ein paar Grooves, die ihr auf der Handpan, auf euer Hang spielen könnt. Ich fange mal an mit diesem, den ich gerade zum Einspielen genommen habe. Die Haupthand macht Folgendes. Hin und her. Bum, dim, bum. Du suchst am besten die Finger aus, oder den Finger, mit dem du dich am besten bewegen kannst. Ich variiere, je nachdem, wo ich gerade hinwandere. Also das kannst du das mal üben oder dich damit vertraut machen, dass du das flüssig hinbekommst. Ja? Und jetzt der Rhythmus. Haupthand spielt das. Nebenhand. So simpel. Und doch denke ich, dass du dich damit beschäftigen wirst, weil du beide Hände unterschiedlich benutzt. Ja. Also ich lege mal eine Decke drüber, damit der Sound nicht die ganze Zeit jetzt beim Erklären so halt, sondern ihr das rein technisch mal erfassen könnt. Besser noch. Ja, ich mach's noch langsamer. Das ist die Grundstruktur von diesem Beat und den verteilst du jetzt einfach auf deinem Instrument. Ja. Zum Beispiel kannst du es auch hier machen. Ja. Ich habe vielleicht hier und da noch einen Extraschlag mit reingemacht. Natürlich empfehle ich dir das auch, das einfach fließen zu lassen. Alright? Bingi-digi-ding. Das ist der eine Groove. Der nächste Groove ist... Achso, ja genau. Ich drehe natürlich meine Handpan immer so nach Bedarf, immer so. Ich habe das nie gleich. Ja, ich lasse mich da auch selber ein bisschen gerne überraschen. Ja. Und ich spiele auch jedes Mal anders. Okay. Also da haben wir Haupthand, ich nehme wieder die Decke, hört man es besser, so zum Erklären, das ist ganz gut. Das ist der ganze Rhythmus. Ja. Und dann noch mit Variation, ich mache es mal langsamer. Damit du das vielleicht noch besser erfassen kannst. Okay, das Ganze ohne Decke mit ein paar Variationen. Oder erstmal ohne, dann füge ich ein paar Variationen hinzu. Thank you.
Das ist ja, ich empfehle dir, dass du das Grundmuster musst du können. Dann kannst du loslegen, zu improvisieren und frei zu spielen und dich zu bewegen auf dem Ding. Dange, 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 ding, ding, dagge, dagge, di. Okay, nächstes Muster. Bim, bidim, 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 bim. So, und hier ist das Grundmuster. Dinga, 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 dingang. Okay, Decke. Ich mach's langsamer. Das ist es. Das ist sehr gut geeignet, wenn du auch so gerne so verträumte Sachen spielst, so wie ich. Das ist sehr gut geeignet. Weil du hast das Muster und du verteilst es auf deinem Instrument hin und her, so wie du magst. Ja. Probier einfach aus, probier es einfach. Ja. Nimm ein Muster von diesen dreien jetzt und probier mal ein bisschen damit rum. Ja. Es gibt noch viel, viel, viel mehr Muster. Und im Grunde siehst du bei meinen Trommelvideos da oben in der Beschreibung stehen Übungsvideo für Djembe, Cajon, Conga und Handpan bei vielen, ja. Und diese Rhythmen kannst du genauso auf deine Handpan übertragen. Ja. Aber zuerst erstmal diese drei Dinge für dich.